willkommen zum 25.11., der Tag der Entscheidung. Heute gibt es News von der Regierung. Mal schauen. Wir haben heute nichtsdestotrotz ein sehr schönes Workout für euch. 10 Minuten, as far as possible. 10 Double Unders oder Fast Feet. Gerne könnt ihr auch Single Unders machen, auch wenn die hier gerade nicht aufgelistet sind. 5 Dumbbell oder Kettlebell Lunges, je nachdem, was ihr daheim habt. Und 5 V-Ups oder Gymnastic Crunches. Jede Runde addiert ihr 10 Reps bei den Double Unders oder Fast Feet und 5 Reps jeweils bei den Lunges und bei den V-Ups oder Crunches. Das heißt heute noch ein bisschen Rechnen dabei. Wir gehen gleich ins Warm-Up und haben heute sogar am Ende noch einen kleinen Cool-Down-Mobility-Part für euch. Viel Spaß! Willkommen zum Warm-Up. Wir haben 3 Runden mit jeweils 10 Wiederholungen pro Übung und wir gehen jetzt jede Übung einmal gemeinsam durch. Erste Übung, T-Spine Rotation. Ihr geht einmal entweder auf die Knie und jetzt bewegen wir eine Hand Richtung Decke, Blick folgt gerne der Hand und das Ganze immer im Wechsel. Soweit es geht, nach oben aufdrehen. Variante 2, ihr geht auf die Füße, das heißt in eine Plank und auch hier einmal zur Seite nach oben aufdrehen. Immer im Wechsel rechts und links. Insgesamt 10 Wiederholungen. Danach ganz locker 10 Air Squats. Eure Squatbreite, schöner Hip Hinge und 10 Mal in die Squat. Dann Quad Rocker. Das heißt, ihr geht auf den Boden, Knie auf den Boden, Füße so weit, bis es geht auseinander. Und jetzt einmal nach hinten und so weit wie ihr könnt nach vorne. Immer im Wechsel wippen. 10 Mal vor und zurück. Und danach dürft ihr auf dem Boden bleiben. Einmal auf die Ferse setzen, Hände nach hinten auf den Boden nehmen und jetzt einmal die Hüfte nach oben schieben, soweit es für euch möglich ist und wieder zurück auf die Füße absetzen. Auch das 10 Mal. Wenn das gut funktioniert, könnt ihr mal versuchen, euch zwischen die Füße reinzusetzen, das heißt, die Füße sind ein bisschen weiter außen und auch hier Hüfte nach oben heben und wenn möglich auf den Boden absetzen. 10 Wiederholungen und dann 10 Mal Samson Stretch, das heißt, einen Ausfallschritt nach vorne und ihr nehmt einmal Hände zur Decke, das Ganze auch immer rechts und links im Wechsel, insgesamt 10 Wiederholungen. Gut. Um jetzt noch ein kleines bisschen wärmer zu werden, haben wir noch was, was euch ein bisschen ins Schwitzen bringt. Und zwar, jetzt werden wir immer 30 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Pause. Da haben wir jetzt 4 Übungen und 2 Runden davon. Erste Übung sind Plate Jumps mit beiden Füßen auf eine Platte springen oder vielleicht ein kleines Buch oder irgendwas, was ihr daheim habt, wo ihr drauf springen könnt, das wirklich nur eine kleine Erhöhung ist. Mit beiden Füßen drauf springen, 30 Sekunden lang, dann 10 Sekunden Pause, danach Burpee to Plate oder Objekt, das ihr habt. Einmal entweder gestiegen, das kennt ihr, Brust auf den Boden ablegen und dann auf die Platte, das Buch oder sonst was springen. 30 Sekunden lang, gerne auch mit beiden Füßen gesprungen. Dann, nächste Übung, Plate Jumps wieder, aber jetzt mit alternierenden Füßen. Das heißt, immer rechts und links im Wechsel, berührt die Platte, das Buch oder das könnt ihr natürlich dann gerne auch mit einer Dumbbell, Kettlebell oder was ihr gerade macht, machen. Und letzte Übung, nochmal Plate Jumps, aber jetzt Fast Feet. Das heißt, ihr geht mit beiden Füßen nach rechts und links auseinander und das so schnell wie möglich, bis die Wade brennt. 30 Sekunden pro Übung, 10 Sekunden Pause zwischendurch und 2 Runden davon. Und danach haben wir nochmal was Ähnliches. 30 Sekunden arbeiten und dann aber jetzt 30 Sekunden Pause. Ihr geht in eine Plank und ihr braucht ein Objekt. Am besten eure Dumbbell oder Kettlebell. Oder das Ganze funktioniert auch mit einem Kissen oder egal, was ihr gerade da habt. Und zwar, wir gehen in eine Plank, Bauch und Po schön fest anspannen
Schulter nach oben raus und dann 30 Sekunden lang euer Objekt von rechts nach links bewegen. Das heißt, gerne außerhalb vom Körper ablegen und auf der anderen Seite wieder durchziehen. Was machst du gerade? Ich zeige dir ein schönes Beispiel, wie man es nicht macht. Genau, ich habe gerade überlegt, was tut er da? Er zeigt, wie ihr es nicht machen soll. Das heißt, schön den Po nach unten, sodass ihr in einer schönen Plank-Position seid. 30 Sekunden arbeiten, 30 Sekunden Pause. Gleich, es geht auch mit der Kettlebell. Die könnt ihr so ein bisschen am Boden ziehen. Wie gesagt, auch gerne Wasserflasche, Kissen oder irgendwas anderes hier benutzen. 3 Runden insgesamt davon, das heißt 3 Minuten, 30 Sekunden on, 30 Sekunden off. Viel Spaß! Vorbereitung fürs Workout. Wir starten ganz entspannt mit 10 Lunges. Ausfallschritt nach vorne, Knie küsst den Boden, ganz leicht. 10 Wiederholungen, rechts und links, immer im Wechsel. Dann 10 Strict Sit-Ups. Einmal auf dem Boden, Fußsohlen zusammen und wir legen uns einmal nach hinten ab. Die Arme bleiben nah am Körper und wir versuchen einmal vor den Füßen den Boden zu berühren. 10 Wiederholungen. Danach aufstehen und wir gehen in eure Variante, die ihr im Workout macht. Fast Feet, Single Anders ist auch eine Option oder Double Anders, wenn ihr ein Seil und Platz genug habt. Fast Feet, immer rechts und links im Wechsel, zum Beispiel eure Dumbbell, Kettlebell oder auch die Plate jeweils berühren. Rechts und links ist eine Wiederholung. Single Anders, einmal Seil runter durchspringen, schön die Ellbogen nah am Körper lassen oder Double Under, das heißt zweimal Seil durch die Füße durch. 10 Stück. Und danach gehen wir in 10 Lunges jetzt mit eurem Gewicht, das ihr auch fürs Workout benutzt. Gerne, wenn ihr eine Dumbbell oder Kettlebell benutzt, vorm Körper halten und Ausfallschritt immer im Wechsel, wie gerade auch. Genau, geht auch mit der Dumbbell. Und dann letzte Übung. Jetzt die Variante, die ihr auch im Workout macht. Gymnastic Crunches oder V-Ups. Für die Crunches einmal Hände hinter den Kopf und wir versuchen die Fersen zu berühren. Ihr könnt auch die Füße anstatt angewinkelt ein kleines bisschen strecken, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Platz braucht ihr ein kleines bisschen. Und wenn ihr in die V-Ups geht, einmal komplett Hände und Füße strecken und über Kopf einmal zusammenklappen. Ganz schön anstrengend. So, dann könnt ihr direkt ins Workout starten. Ihr braucht 10 Minuten Zeit, as far as possible. Ihr startet mit 10 Double Under, Single Under oder Fast Feet. 5 Dumbbell oder Kettlebell Lunges, das heißt mit eurem Gewicht, Ausfallschritt nach vorne. Und 5 V-Ups oder Gymnastic Crunches. Und ihr addiert jede Runde bei den Double Unders, Fast Feet oder Single Unders 10 Wiederholungen. Und bei den anderen beiden Übungen jeweils 5 Wiederholungen. Und so weit, wie ihr in 10 Minuten kommt. Viel Spaß dabei, Tobi ist jetzt schon kaputt. Nach dem Workout noch nicht ausschalten, dann gibt es noch einen kleinen Cooldown. Ihr dürft jeweils für eine Minute die Übung durchführen. Wir starten mit Back Bridge. Das heißt, ihr seid am Boden. Variante 1. Füße nah an die Ferse ran. Oberkörper. Mein Fuß ist nah an der Ferse. Verstehe ich. Füße nah an den Po ran. Oh. Ja. Und dann einmal Po und Hüfte nach oben abheben. Hände dürft ihr gerne unterm Po zusammennehmen. Und das dürft ihr jetzt versuchen zu halten. Für insgesamt eine Minute. Variante 2 wäre, ihr setzt die Hände neben dem Kopf auf und geht in eine Brücke. Kann ich. Warte. Tobi kann das sehr gut. Und jetzt auch hier eine Minute versuchen, das Ganze zu halten. Ihr dürft natürlich zwischendurch kurze Pausen machen und dann einfach wieder reingehen. Zweite Übung. Pinch and Pause alternierend. Das heißt, ihr dürft immer wechseln. Auch wieder eine Minute einstellen. Einmal linker Fuß nach vorne. Knie ist gebeugt.
und schaut, dass hier die Hüfte möglichst gerade ist. Und dann dürft ihr das Ganze immer wechseln, 3 Sekunden halten. Da, wo es euch gut tut, kurz drin bleiben. 1 Minute, letzte Übung. Ein Stretch für eure Schulter, das heißt, ihr geht jetzt in den Vierfüßlerstand. Und eine Hand geht unter dem Körper durch, so weit wie ihr kommt. Und dann dürft ihr die Schulter unten ablegen, um hier das Ganze auch ein bisschen zu stretchen. Kurz drin bleiben und auch hier immer im Wechsel, rechts und links, da wo es euch gut tut, gerne in der Position drin bleiben. Sehr gut, dann seid ihr entlassen. Schönen Tag noch, viel Spaß.